Meine lieben Dartfreunde, wir sind zurück am Start heute mit einer neuen Runde Chatroulette. Beziehungsweise ist das keine neue Runde Chatroulette, sondern nur ein Best-of aus all den Runden Chatroulette, die ich bisher hatte. Doch ich verkaufe es einfach als eine neue Runde, damit es noch aufwendiger und noch professioneller für euch wirkt. Ihr habt es richtig im Titel gelesen, ihr habt es richtig gehört und ihr seht auch richtig. Hab ich meinen Bart vorhin schief geschnitten, Alter? Das letzte und gleichzeitig auch neueste Video über Chatroulette kam ziemlich gut an, würde ich einfach mal so behaupten. Aus dem Grund kam ich auch auf die Idee, vielleicht mal so ein Best-of aus allen Chatroulettes zu machen, die ich bisher hatte auf meinem Kanal. Und deswegen gibt es heute meine Top 7 Chatroulette Best Moments / Highlights / es ist so lustig, dass ich es euch einfach endlich zeigen muss. Aber bitte seid euch dessen bewusst, dass einige dieser Situationen auf sensible Zuschauer verstörend wirken könnten. Platz Nummer 7 geht an Dr. Mario. Dieser Kerl war ziemlich frustriert davon, dass irgendwie jeder auf Chatroulette, was ja auch normal ist in den meisten Fällen, einfach weiterklickt. Und er sich übelst Mühe gegeben hat, ein Mario-Cosplay reingeschlüpft ist und dann auch noch ein übelst cooles Medley von Mario auf seinem Keyboard oder was auch immer das im Hintergrund war, gespielt hat. Und sich das irgendwie keiner so richtig geben wollte. Aber der Beard Bro ist natürlich immer für eine Runde Mario zu haben und hat sich das Ganze mal reingezogen. Und was dann passiert ist, ist eigentlich echt witzig. Boah, das ist geil! Das ist ja wohl mal das geilste Bild, was ich hier je gesehen habe, Mann. Echt jetzt? Das sieht so geil aus. Ich kann sie auch noch auf die Spitze treiben. Mach mal. Ein Live-Konzert für dich. Direkt im Chatroulette, Live-Piano für BeardBro TV. Jawohl, meine Freunde! Ja, freut mich, dass es dir gefallen hat. Die meisten drücken mich einfach weg. Nach einer Menge Penissen, so wie man das von dieser Plattform gewohnt ist, bin ich auf eine einzige Frau gestoßen und die war direkt nackt und die hat direkt mit ihrem Genitalbereich vor der Kamera gespielt und ich war so überrascht und schockiert von dieser Situation, dass ich es irgendjemandem erzählen musste. Und dann kamen diese zwei Jungs, super sympathisch, direkt nachdem ich diese Vagina da vor mir gesehen habe und ich musste denen einfach erzählen, was passiert ist und wie wir gelacht haben zusammen. Geilster Moment wirklich. Zum ersten Mal! Nein! Alter! Oh my god, bro, just give me a second, I might as well saw a pussy. And she was like rubbing her clit, you know? Oh fuck! She was. That's a fucking miracle on this website. Yeah! It is! Oh, and now I'm really excited to see you because my day that made my day, you know. Auf Platz Nummer 5 befindet sich eine Aktion, auf die ich nicht ganz so stolz bin, um ehrlich zu sein. Meine Mutter habe ich tatsächlich mal dazu bekommen, bei Chatroulette mitzumachen. Und das war eine relativ besondere Ausgabe von Chatroulette, wenn sich da noch einige dran erinnern können. Meine damaligen Mitbewohner waren mit am Start und meine Mom hat mich besucht und da ich und sie nicht so davon überzeugt sind, ihr Gesicht auf meinem Kanal zeigen zu müssen oder dass sie irgendwie an die Öffentlichkeit muss, kam mir auf die Idee, dass wir einfach mein Ski-Outfit anziehen. Das bedeutet, ich habe so einen Gesichtswärmer, so einen Bart natürlich und natürlich meine Skibrille. Das hat sie sich aufgesetzt, man konnte sie dadurch nicht mehr erkennen. Unter der Tarnung hat sich meine Mutter relativ sicher gefühlt, was sie dazu veranlasst hat, ziemlich blöde Dinge zu tun. Ja, Mann, na. Glaubt er nicht, dass ich eine Frau bin? Nein. Nein, oh mein Gott. Yeah, I see you have boobs. Yeah, I guess. Also hat gesagt, er glaubt nicht, dass ich eine Frau bin. Yeah, your mom, yeah. Das ist yeah. Deine Mom, your mom. Ja. That's your mom. Shame on you.
Das ist wunderbar. Schmeckt. Auf Platz Nummer 4 eine weitere Situation aus dieser legendären Ausgabe mit meiner Mutter. Wir lernten einen Kerl aus Zypern kennen, also ziemlich weit weg. Und dieser Typ war so angetan von meiner Mutter, dass er unbedingt die Telefonnummer von ihr wollte. Wir sind natürlich auf Nummer sicher gegangen und er hat uns seine Nummer gegeben, sodass ich ihn von meinem Telefon aus anrufen kann. Und dann kam so ein halbes Gespräch mit meiner Mutter zustande und irgendwie hat er versucht, meine Mama zu einem Kaffee zu bekommen. Ja, und dann ging das Dating zwischen ihm und meiner Mom so richtig los. Hallo, Family. Hallo. I love your beard, by the way. It's very nice. Thank you. Don't you think it's my beard? My beard was... No, what man. Is that? No. Who is that guy with the... I mean, sorry, a guy with the glasses? I just did that. I'm sorry. We can meet at any cafe. Yes. Can we meet you at a cafe again? Can we please? Man? We can. Oh my god. Okay. Oh! Das ist ein Zypern, Alter! Oh mein Gott! Can I please talk to my girlfriend, please? Hallo, Schatzi! Oh mein Gott! Hallo, how are you? I'm sorry. The nearest cafe? Bro, she's German. You have to talk to in German to her if you want to fuck her. Will you work for me? Yeah, let's take a trip. Just sit back and light a spliff. Dieser Kerl ist einfach nur zum Schießen, ey. Ich skippe so ungefähr 20 Leute weiter nach dem letzten Gespräch, was ich hatte an dem Tag. Und dann sehe ich einen Typen, der einfach da sitzt, nur mit so einer Unterhose auf dem Kopf. Ich fand das direkt so genial, dass ich mir auch eine Unterhose aufsetzen musste. Und dann saßen wir dann halt mit den Unterhosen auf dem Kopf und haben versucht, miteinander zu reden. Was nicht so gut funktioniert hat. Ah, oh Mann. Hi, I'm Underwear Man. Das ist mal was Neues. Also ich muss schon sagen, das hat was. Ne? Das hat was. Hol dir auch eine Unterhose. Das ist das bescheuert. Das ist das Dümmste, was ich je getan habe. Ey. Auf Platz 2 ist wahrscheinlich der Mensch, der mit Abstand die wahrscheinlich unterhaltsamste Lache hatte, der es geschafft hat, innerhalb von ein paar Sekunden uns einfach nur auf dem Boden rollen zu lassen vor Lachen. Er saß da mit so einem komischen Wikingerpelz, dann hat er irgendwie noch so einen Holzstab am Start gehabt, damit er noch irgendwie wirkt wie der Dorfälteste. Es gab so viele Momente, wo ich einfach nicht mehr konnte vor Lachen. Und das wahrscheinlich krasseste in dem ganzen Gespräch war der Moment, wo sein Kumpel hinter der Kamera versucht hat, die Wohnung abzufackeln. Oh mein Gott, ey. Hi. Was ist das? Hey, das ist ein YouTuber. Aber ich nehm die nicht auf und du bist Salat, das ist immer so mega peinlich, YouTuber. Was ist denn jetzt? Wo lacht der? Der ist total durch. Ich schieß ganz schön ein. Ja, ich bin Matumbo, der Bananenmeister. Aus dem Bananenland. Was sind das für Leute hier? Nice. Ich hab grad mal deine Bude abgefuckt.
Was ist denn das eigentlich für ein krasser Stuhl, wo du drauf sitzt? Ich dachte erst, du wärst ein Rollstuhlfahrer. Ein Rollstuhl! Na, sag ihm das mal, was das für eine ist. Das ist die Morgen. Ich weiß nicht, wer Steffen Harwinken ist. Dann soll er sagen, kennst du Steffen Harwinken? Das sind keine Menschen, die sich ganz Zeit einwitzen oder so. Das ist. Ach so. Jetzt weiß ich, wie du meinst. Ich denke mal. Geil. Leute, wenn ihr es schafft, euch das anzuschauen und dabei nicht einmal grinsen zu müssen, Respekt. Der Typ wollte uns einfach unbedingt zeigen, wie seine Freundin aussieht. Und ich habe einiges erwartet, aber das auf jeden Fall nicht, ey. Look at this. Yes. 2 kilograms. 2 kilograms. Oh my God. Look at my gun. Every day, 24/7. I want to show you my girlfriend. Okay. Okay, do it. Do it. Ich hab das Gefühl, dass er uns nicht seine Come on, show me your girlfriend. Oh. She's shy. Come here. No. Das war meine offizielle Top 7 aller Chatroulette-Momente, die ich bisher genießen durfte. Und ich bin super dankbar, vor allem danke an all die Leute, die gesagt haben, ich darf das Material verwenden, ich darf ihre Gesichter zeigen. Wer die kompletten Videos sehen möchte, weil da geht jedes so zwischen 5 und 10 Minuten, geht einfach auf meine Playlist und da gibt es eine Playlist, wo alle Chatroulette-Videos hochgeladen sind. Zieht's euch rein, es gibt noch 1000 andere geile Momente, aber das war meine Top 7. Schreibt mir in die Kommentare, welches euer Lieblingsmoment war aus all meinen Chatroulette-Videos. Und noch viel wichtiger, wenn ihr irgendwelche witzigen Ideen habt, was ich im Chatroulette mit einbinden könnte, dann schreibt das genauso mit in die Kommentare. Sei es irgendein Kostüm, sei es irgendein Anmachspruch, sei es irgendeine komische Aktion, die wir starten. Ich setze mich in der Zeit hin und mache eine neue Runde Chatroulette. Und dann freue ich mich auf ein baldiges Wiedersehen.